Wenn ihr wissen wollt, wie man ein 6DV-Ditto bekommt, dann bleibt jetzt 4 Minuten gespannt. Los geht's! Ein gutes Ditto für die Zucht in Sonne und Mond zu bekommen, ist etwas schwerer als bei Oras. Aber mit der richtigen Combo und einem guten Timing könnt ihr das auch ganz einfach. Wenn ihr Pokémon Sonne und Mond Experten seid, dann spult doch am besten jetzt schon vor zum Kapitel, was wir brauchen. Die erste Vorbereitung, die wir treffen müssen, ist ein Slimer zu fangen und es bis auf Level 48 zu trainieren. Jetzt lernt es die Attacke Memento Mori. Diese Attacke bewirkt, dass sich Slimer selbst opfert, um die generischen Werte herabzusetzen. Flieg nach Holy City und sprecht mit dem alten Mann im Pokémon Center und lasst Slimer alle Attacken vergessen, außer dieser ominösen Attacke. Wozu man solch eine Attacke braucht, um Ditto zu fangen? Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Bleibt dran! Snobillycat lernt auf Level 1 die Attacke Wechseldich, welches bewirkt, dass wir Snobillycats Item mit dem des Gegners tauschen können. Um diese Attacke wieder zu erlernen, benötigen wir allerdings Herzschuppen. Diese bekommt ihr nach einer leckeren Mahlzeit in jedem beliebigen Restaurant. Nehmt zum Beispiel das Menü 1 für 1040 Poké-Dollar in Konikoni auf Insel 2. Da bekommt ihr sogar zwei Herzschuppen auf einmal. Fliegt nun schnell zum Pokémon Center, welches sich kurz vor der Pokéliga befindet. Hier hält sich eine ältere Dame in Grün auf, welche im Gegenzug zu einer Herzschuppe eine Attacke erneut beibringen kann. Habt ihr auch dies gemacht, kommen wir auch schon fast zum letzten Schritt unserer Vorbereitung. Fliegt nach Malia City und begebt euch gen Norden. Hier tummeln sich Unrytatox, welche auf Level 3 Aufbereitung lernen, mit dessen Hilfe ihr im Kampf aufgebrauchte Items wiederherstellen könnt. So langsam versteht ihr, wohin das gehen soll, oder? Fliegt auf jeden Fall zu dem Pokémon Center, wo wir gerade eben schon waren und besucht die Lady in Grün, bevor wir uns zum letzten Schritt machen, bevor es ans Eingemachte geht. Fliegt zum Süden der Route 2 und findet dort ein Farbigel, was ihr mit Trugschlag angreift und es fangt. Dieses Farbigel muss nur noch Level 11 erreichen, um noch einmal Nachahmer zu erlernen. Danach kämpft ihr erneut gegen ein Farbigel. Jetzt setzt ihr direkt Aufbereitung ein, welches das gegnerische Farbigel sofort kopiert. Danach tauscht ihr Unrytatox gegen euer Farbigel und setzt Nachahmer ein, um nun Trugschlag und Aufbereitung auf eurem Farbigel zu haben. Wenn ihr sowieso schon auf Route 2 seid, geht doch ganz nach oben und findet dort den Bärenbaum und damit vielleicht sogar eine Yonago-Beere. Die brauchen wir noch. Fliegt nun zum Hokulani-Berg und geht dort ins Pokémon-Center und besorgt euch Pokebälle und Zitterops, falls ihr die noch nicht habt. Jetzt schauen wir uns nochmal die Pokémon an, die wir dabei haben. Farbigel mit Trugschlag und Aufbereitung, Snobillycat mit Wechseldich und einer Yonago-Beere, ein Slimer mit Memento Mori und einem Pokémon mit Trugschlag und Pilzspore. Lauft nun auf Route 10 und begegnet dort dem seltenen Ditto. Achtet hier bitte auf die Reihenfolge, das ist besonders wichtig. Ditto wird sich zuallererst in euer Farbigel verwandeln, was euch mit Trugschlag nie besiegen kann. Als nächstes geht ihr auf Snobillycat, welches seine Yonago-Beere mit Wechseldich an Ditto weitergibt. Durch Aufbereitung wird die Yonago-Beere immer wieder eingesetzt und dadurch werden die eigentlich viel zu wenigen 5 AP nie verbraucht werden. Somit wird es auch nie Verzweifler einsetzen und damit den Kampf beenden und somit auch unsere Chance auf ein 6DV-Ditto beenden. Danach wechseln wir zu Slimer und setzen jede kommende Runde ein Zitterop ein. Kleiner Tipp, wenn ein Zitterop aktiv ist und ihr einen neuen einsetzt, wird dieser nicht verbraucht, aber ihr habt trotzdem einen Zug getan. Von nun an wird Ditto regelmäßig um Hilfe schreien und damit weitere Ditto in den Kampf holen, die dann Wandler auf Slimer einsetzen. In der nachfolgenden Runde werden die Slimer-Dittos sich dann selber durch Memento Mori besiegen und damit unsere Chain erhöhen. Umso größer die Chain, umso höher die Chance auf gute DVs, auf die versteckte Fähigkeit und sogar auf die Shiny-Form von Ditto. Wenn allerdings alles gleichzeitig passiert, dann haben wir äußerst schlechte Karten, weil wir es nämlich dann nicht fangen können. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt immer auf die Y-Taste drücken und damit eine nicht enden wollende Schleife auslösen. Das Ganze machen wir nun mindestens 40 Mal, um mindestens ein 4DV-Ditto zu bekommen. Wollt ihr mehr DVs, wollt aber eure Zeit nicht verschwenden und spielt sowieso schon auf dem PC, wie in diesem Tutorial hier beschrieben, dann könnt ihr folgendes tun. Wenn ihr einen USB-Controller vor eurem PC habt, dann ladet euch die Software X-Pedder runter. Hier könnt ihr eure für den Emulator verwendeten Tasten auf dem Controller gleichschalten und so auf dem Controller spielen. Zudem habt ihr die Möglichkeit, alle Tasten mit einer Turbo- und Toggle-Funktion zu belegen. Drückt ihr nun in-game auf die Y-Taste, so geschieht nun alles von Geisterhand und ihr braucht nichts mehr tun. Ich habe das gleiche getan und habe nebenbei diesen Text hier geschrieben, während mein 4DV-Ditto hier entstand. Schlussendlich müsst ihr nur das Farbigel-Ditto besiegen, das andere schwächen, am besten noch einschläfern und dann habt ihr schon euer 6DV-Ditto. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben hinterlassen. Oder ihr abonniert direkt, wenn ihr das nicht schon getan habt. Rechts von mir findet ihr auch gleich den Rest der Videoreihe Wie züchte ich in Pokémon Sonne und Mond und darunter auch direkt das Tutorial zum Thema Wie spiele ich Pokémon Sonne und Mond auf dem PC. Und solange ihr euch noch nicht entscheiden könnt, lasse ich noch ein paar Outtakes laufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Euer David. Fliegt nun nach Hoholy City und sprecht mit dem alten Mann im Pokémon Center und lasst ihn alle Attacken vergessen. Lasst ihn, den alten Mann. Nehmt zum Beispiel Menü 1 für 1040 Poké-Dollar auf Konikoni, in Konikoni.
Das ist keine Insel. Dieses Farbigel muss nur noch Level 11 erreichen, um nochmal Farbigelart zu erlernen. Dieses Farbigel muss nun Level Elch. Elch. Level Elch. Level Elch. Perfekt zur Weihnachtszeit. Dieses Farbigel muss nun auch Level 11 erreichen. Scheiße, jetzt habe ich ein Elch im Kopf. Dieses Farbigel muss nur noch Level 11 erreichen. Wie kriege ich das jetzt hin? Somit wird es auch nie Verzweifler einsetzen und damit unseren Kampf oder unsere Chance auf ein 5D, 5DV. Was will man mit 5DVs?